Guten Abend, die alten Raider-Unterhosen. Ich war gerade auf dem Rückweg zur Basis, um Antiseptikum zu besorgen. Und dann ist mir zufällig ein Bunker über den Weg gelaufen. Ja. Und zwar auch gar kein so richtig unwichtiger, aber ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, und hier unten geht schon mal richtig der Punk ab. Da sollten wir vielleicht auf jeden Fall eine Cricketball-Granate einpacken. Und irgendwas, was vielleicht eine gewisse Feuerrate mitbringt. Es gibt das Strahlengewehr, mittlerweile steiler geht. Da gibt es ja auch einen Perk, der das ein bisschen erhöht. Fatman ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber ich habe keine Mini-Atombombensee gerade. Was ist denn aus meiner guten alten Dings geworden hier? Eine 9mm Pistole. Mann. Ich stehe gerade richtig hart um den Schlauch. Habe ich die verkauft? Okay. Gut, dann greifen wir zur Luger. Was auch immer da kommt. Oh, guck mal. Need a drink. Forget about everything for a while. Aber ihr seid schon meine Feinde, ne? Ist so. Fucking pay for that. Fucking hype. Ich liebe diese Hitboxen, die sind einfach nur unbezahlbar. Da stand bestimmt drei Mann hinter dem Tresen. Ah, ich habe ein Level up gekriegt in Brücke, ja, ne. Ah, jetzt hab's 85. Ich bin tough. Ich bringe ohne Schrotflinte mit, die ich einfrieren kann. Playing games with me, huh? Oh, guck mal, hier ist ein Holotape. Oh. Da ist aber einer. I know you're here. I've done this hundreds of times. Think this would be any different. Krass. Hat sie gut hingenommen, die Kopfschüsse? Komm einfach mal vorbei. Ist schon süß, mein Schaden zwischendurch. Oh, die haben aber schön gekocht hier. Was die Molotov-Cocktails jetzt angeht. Walisisches Rarebit. Oh, habt ihr Besuch gehabt? Bei einem legendären Ausgehungerten. Ah, scheiße. Das habe ich ganz schnell alles aufgesammelt. Oh, die wiegt 9,5. Nee, die bleibt hier. Und der Wärtsharnisch. Ach man, scheiß auf der Geld, wirklich. Okay. Ich glaube, ansonsten habe ich keinen Müll aufgesammelt, weiter. Ich muss dazu sehen, dass ich den Fatman loswerde. Alter, ich habe mich aber gut durch die Bude geschmissen hier, wa? Ihr Lappen. Richtig männlich, oder?
Schreibmaschine her, damit mir die Werkbank wieder erzählen kann, dass ich hier eine Schrauben habe. Nee, komm, dann geh ich hier mal kurz ran. Ich war schon ewig kein Meth mehr kochen. Da, guckt euch das an. Was ihr da ansammelt. Nicht wundern, wenn er nebenbei Geschichten von den Schlümpfen hört. Könnte sein, dass ihr das Babyfon mithört von unseren Kindern. Boah, ich darf jetzt auch Drogen so grund selbst kochen. Hirnpilz wollen sie haben. Bärenfalle, Feuerwerk. Wie sieht's aus mit Granaten, ja? Impulsgranat ist bestimmt irgendwann auch nicht verkehrt. Splittergranaten und so weit ja nicht, ne? Was brauche ich denn dafür? Was muss ich denn sammeln? Ah, der Dünger. Ah, ja. Der gute alte Dünger. Vor dem Frieden hier gerade noch nicht. Ah. Oh, Billardkugeln. Irgendwas kriecht hier. Oh. Marienkäfers. Ihr seht so eigenartig, ne? Oh. So, als ob ihr noch innen rumrennt. Rumrennt. Was ist denn hier für ein Ort? Das ist ja aber nicht alles. Da steckt noch Leben drin. Zahnpasta. Zahnpasta ist, glaube ich, Antiseptikum. So, klasse. Wie echt, das war's jetzt? Ohne Spaß, das sollte hier der Bunker sein für das Ministerium oder so, stand da dran. Also ein Riesending. Das ist ja hier jetzt schwach. So, und hier haben wir alles abgesucht. Da hinten sind nur Toiletten. Hier kann ich mir Photonenbräu ziehen und hier jetzt bloß noch raus, oder was?
Mein Lieber, man musste jetzt ohne Stuhl dafür, dass man den Bunker betreten kann. Mal schauen, wo wir rauskommen. Bunker des Verteidigungsministeriums. Stumpf. Sieht hier ganz gemütlich aus. Oh, guck mal, hier oben sind ganz viele Pubs. Alter, wer sind sie denn? Hooligan der Wildheit. Spielplatz. Jetzt reicht's aber. Habt ihr hier gebaut? Darf ich mal kicken? Heinz Pistole. Muss ja eigentlich versuchen, euch mit anzulegen. Boah, cool. Was ist das hier? Ein Affen, der eine Rakete reitet? Er liegt jetzt ja eine Bettwäsche von. Oh nein, Beef Eater. Seht ihr die Scheiße? Schönen guten Tag, Ma'am. Ist ärgerlich, wenn man Nahkämpfer ist, oder? Gegen den besten Scharfschützen Londons antreten muss. Schiffskamerad. Ich weiß noch nicht, ob das Not tut, dass man Kannibale wird, ne? Mal gucken, was im Schiffskamerad los ist. Flinte fallen, Mann! Ich hab wohl hängst du der Kneipe ab und auf immer kommen in den Haufen. Ja! Kommt dir ein Typ an. Der die ganze Bar auseinander nimmt. Ist jetzt meine Kneipe. Wer war er eigentlich? Wie der Raven. Hüllt seine Pike. Da ist mein Hooligan Coaster.
Gliedmaßenschaden. 5%. Kiste Kitchener Zigarren. Oh, original Nuka-Cola-Gläser. Ich piss aus dem Arsch. Ist hier sonst noch wer? Ah, guck mal. Seife. Wer? Seife auf der Toilette. Verirrter Hooligan. Alter, ey. Die sehen, also die sind auch cool gemacht, ja. Die sind richtig krank. Ich finde, da haben sie sich echt Mühe gegeben. Oh, du wolltest gerade rausgleiten? Da komme ich mal auf. Ich will ja nächste, wir machen Kneipentour. Die obere Ecke ist doch schon das nächste Pub. Da vorne. Ist hier schon wieder ein Bunker? Wir können uns natürlich unser Stoff und Antiseptikum auf der Straße zusammensuchen. Hier ist schon wieder ein Kackturm. Mir so ein Postkasten, der nicht koscher ist. Oh, Mr. Handy, nein! Wo kommen Sie her, Sir? Ah! Also der war jetzt nicht so richtig zuvorkommend. Viel los. Also einfach an Gebäuden, die man erkunden kann. Das ist ein Bagger. Die denn so passiv? Oh, Ghule? Kakerlake kloppt sich mit Ghulen. Oh, fuck! Ah. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ja. Ja. Ah, falscher Knopf. Das ist mein Ende. Oh Mann, ey. Einmal verdrückt. Ey, ich finde, die sind zu krass. Diese Ghule, ne? Dieses Sprintvermögen. Dieses auch direkt an dir dran sein, ne? Viel zu doll. 6 Schuss sollten aber reichen. Und so natürlich nicht. Kurz noch was und dann Antibiotika heilt Krankheit. Krank werde ich ja zum Glück nicht. Oh, Fuchssteaks. Dann laden wir die doch nochmal durch. Ich habe eine Menge Biergläser. Kommen jetzt alle rein. Kann ich die wieder schön läuten zwischen der Ohren ballern. Zack, 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 zack. Die Stecker eigentlich nicht, aber ist egal. Guck mal, Antiseptikum haben wir sogar 4 so auf Tasche. Dann fehlen uns Tücher.
So, dann müssen wir noch irgendwo noch tonnenweise Gläser rumliegen. Schnapsgläser hoch. Der Spüllappen, da ist Stoff dran, siehst du? Ich denke, dass sie das meinen. Dass das einfach nur ungünstig übersetzt ist. Da, 31 Trinkgläser. Ist ja nicht so wenig. Guck mal, so ja zwei Einheiten drin. Antiseptikum. Oh, 90 Schuss. Mensch, da können wir mal Geschenke verteilen. Hast du zufällig den Spüllappen benutzt, gute Frau? Oder Mann? Ein Spüllappen, ne, glaube ich, ne? So, wenn du einen Spüllappen hast, das reicht dann auch für die nächsten Monate. Wo kam er denn raus, Alter? Oh. Und dann hat er bloß einen Malerpinsel bei. Pilsener, Bratpfanne. Ein kleiner Ticketvorrat. Wie lange ich mich auch schon nicht mehr um die Vagabunden gekümmert hatte im Spiel, ne? Aber das ging mir ja zu schnell und ich will da irgendwie nicht Mitglied sein. Ich hab keinen Bock drauf. Ist mir auch zu simpel, so die erste Fraktion so. Das ist, wenn du den ersten Scheiß auf den Trödelmarkt kaufst, den du da findest. Macht man einfach nicht. Gibt Regeln, die sind unumstößlich. Alter. Ey, wo ist jetzt hier mein, mein Bierdeckel, Freunde. Ich hab da ein Recht drauf. Ach, nehmen wir den so lange. Wahrnehmung. Dauerhaft ein Wahrnehmung mehr. Hier nur ein Spüllappen? Brauch für einen Kumpel. Was bringt denn eigentlich ein Besen mit sich? Bestimmt nur Holz. Oh, Tweetmütze. So. Mensch, das war doch schon mal geil. Eine Wahrnehmung mehr. Das heißt, wir können jetzt noch besser treffen. Mal auf, ich hab geklingelt. Bzzz. Hörst du den Sommer? Nee. Nee, du fährst diesen Briefkasten nicht an. Dunkel, das schon wieder geworden ist. Warum willst du denn jetzt extra rüber? Ja. Aber cool. Cool gemacht. Was ist das hier eigentlich? Forage Hafer. Oh shit, Alter. Macht dir keinen Stress. Ey, das ist mein Baby, ne? Und die haben wir schon so früh gefunden im Spiel. Ja, das war der ehemalige Verkäufer, definitiv.
Kippen. Zigaretten. Ich möchte Zigaretten kaufen. Was steht hier? Oh! Hier steht Warmite drin. Amarmite ist das doch eigentlich. Das ist doch nicht. Achso, müssten sie wahrscheinlich ändern, ne? Warmite. Hat er das. Hat er sowas mal gefressen? Das ist das Widerwärtigste, was es gibt. Wir haben uns das mal. Wir haben uns das nur bestellt, weil das Wort dafür im Songtext von Down Under, von Man at Work vorkommt. Und da erzählt er dem Ene, dass er, da kriegt er ein Vegemite Sandwich. Und das Vegemite, das kommt ja aus Australien, da haben wir uns das bestellt und unsere Schnitte geschmiert. Und da waren wir uns eigentlich alle sehr einig, dass das dann schon schlimm ist. Was ist denn hier schon wieder los? Die Fresse. Ja, und der Kollege wollte dann das aber die wegschmeißen und hat sich dann langsam daran gewöhnt und verstanden, wie man die Sache auf sein Brot konzentrieren muss, dass es nicht zu heftig ist. Und dieses Warmite aus England, das ist halt quasi dasselbe, nur dass es halt aus England kommt. Müsst ihr euch vor in Acht nehmen. Oder halt lernen damit umzugehen. Sind auch schon wieder nur Raider oder so eine Kacke, ne? Erst schießen und dann fragen. Oh, da kommt aber jetzt. Er hat schon eine Maßnahme auf uns zu. Okay, wollte ich mir jetzt ja nicht so intensiv kloppen. Das. Will nur kurz den schlechten Loot haben. Und dann bin ich schon wieder weg. Wollte in den Bunker. Oh, der sieht cool aus. Notbunker. Wieder das Verteidigungsministerium. Ach gut, das ist einfach nur so ein Spring mal schnell rein Ding. Dan Rage. Sie haben eine Ausgabe von Dan Rage gesammelt. Verursachen Sie 5% Schaden mit Waffen mit Zielfernrohr. Dan Rage. Nehmen einen Einkaufsbeutel. Bleistift rechtes Ohr? Tuch. Ich brauch Tuch. Könntest du eigentlich auf das Ohr hauen? Ich meine, geile Hitze ja nicht, oder? Machst du von innen schön dicht. Schön zurammeln. Und dann horchst du ein bisschen an der Matratze. Ah, das ist super. Vielen Dank. Ich mach immer zu. Und dann leg mir mal eine Runde hin. Verdient habe ich mit das. Oh, schön Powernap. Ah, schön.
Guten Morgen, London! Ah, hier haben wir die Raider abgeknallt, ja. Ich frage mich jetzt, ob wir schon genug Zutaten haben. Um diesen Raum da aufzuwischen. Guck mal, da ist hier übrigens noch so eine Strahlenschutzdings eingerichtet worden. Oh, und natürlich eine legendäre. Ah, knall sie ab! Ist der Rest jetzt hingeflogen? Hätte die jetzt nicht irgendwas Legendäres bei haben müssen für uns? Oh. Oh. Tunnelhusten und Käseblumen. Kultist? Unzugänglich? Mhm. Ob das Innere auch verseucht ist? Ah, ich ahne irgendwie, dass man von einer Seite reinkommt, vermutlich da drüben. Und dann hier in dem Obergang in die andere Hälfte gelangt. Oder man hat einfach die Tür hier. Danger. Und hier drin ist wieder schön? Na gut. Kann ich meine Brille ja wieder aufsetzen. Oh. Was ist denn immer dieses Hallo? Oh, jetzt habe ich Tunnelhusten. Hilft mir jetzt mein Dings? Die Birne. Oh, hier mal irgendwas zu finden, ey. Antibiotika. Nee. Dann lade ich das neu. Das sah hier nicht nach Tunnelhusten aus, Freunde. Richtig unfair. Ich weiß nämlich nicht, wie man den Mist los wird. Aber hier lebt doch hundertprozentig wieder irgendwer drin. Und dann frage ich mich halt wie. Fragt ihn nach mir. I feel the aura of a skeptic. Get out of my sight. I see you there. Tell him to make
Sorry. Upsi. Hallo? Ah, hier ist der Tunnel, du musst ihn wieder gut zu erkennen. Was sind schon wieder für eine Lava? Entschuldigt. Immer an, so an, als ob die unmittelbar hinter einem sind. Irgendwer mixt hier was zusammen. Ach, shit, ey. Nein. Was soll denn das? Eigentlich habe ich gedockt, aber es scheint ja zu sein. Forgive me, Mithras. The aura of a skeptic. Who's there? Also die haben ja einen echt schönen Ort zum Wohnen. Also die haben sich richtig gut eingelebt und so. Man spürt die Liebe zu dem Zuhause. Kannst du mir helfen, Protektoren? Riesending ist hier. Lass uns mal noch die Mollys auspacken. Ja, die Folge ist schon wieder massiv lang, ne? Aber ich habe gerade Bock. Natürlich. Ah,
erschießen? Oh, ich bin runtergefallen. Ey, der Schaden aus der Flinte, das ist echt. Oh, wie viele? Dass die Elfen so frei zugänglich sind. Hör durch, mein Freund. Knall sie ab. Erstmal was naschen. Is my sword, and I shall strike you down. Hilfe! Disgusting beast, stop your murder. Oh, was macht er mit dem Protektoren? Ah, na klar. Was? Wie sie wegstecken, Sir. Oh. Von Hans. Ah, das ist Liebe. Fuck you. And once you are awake, you shall remain awake eternally. Ich würde ihn gerne auf die Beine schießen.
Gott, ins Gesicht! Spotted Dick. Immer noch nicht alle erwischt? Ey, auch im Krankenhaus muss man Lappen haben, um Kotze wegzuwischen. Und genau die suche ich jetzt. Kann nicht wahr sein. Oh, oh. Oh. Ein Futongebräu. Dame vom Empfang. Ich habe gedacht, uns erwartet hier noch ein richtig fieser, fieser Feind. Into the darkness, where you belong. Da oben steht er. Nee, ist nur eine Puppe. Ein Rabenschädel. Hier haben wir, glaube ich, diese Geräusche aus dem Dings gehört. Aus dem Chemielabor. Steife Oberlippe. Was war das denn? Er hätte sich das doch nicht gleich eingeschmissen, hoffe ich. Mein Körper ist drogenfrei. Fuck off. Sie kannt. Jetzt schießt er mit so viel rum. Eindeutig. Was macht ihr denn hier? Na ja, komm, Ach, scheiße.
Ich sehe irgendwas. Sein Schatten. Was seht ihr? Eine Urinprobe. Ach Mann, ey. Immer dieses Festgehänge. Boah, wir können den einfach hauen. Alter, aua! Kultisten Heroldo. Ach ja, die Geschichte. You disgusting beast. You die. Der hat mir mit einem Betonvorschlaghammer getroffen. Helm mit flacher Decke. Ist das denn geil? Komm her, Junge. Dieses System so dem. Weil du hast halt. Es kann die ganze Zeit nur so hin und her gehen, ne? I will come to you. Lappen. Eine Waffenwerkbank. Das macht mich fertig, dass es nicht aufhört. Ja. Ich darf das ja auch nicht absetzen hier. Was macht denn der? Der macht einfach nur Werte. Okay. Und ich habe ja vorhin irgendwas halt auch eingesteckt, was ich nicht haben wollte. Das Ding hier. Richtig nutzlos. I must find my way back to the others. I can feel my astral aura waning. Our righteousness has cleansed our auras. Mithras will be pleased. I feel the aura of a skeptic. Hier hätte sich doch kein Mensch wie hier reingegangen, ne? Wir hier nicht gerade? Hier geht's wieder hoch. Who's there? Wer hat denn jetzt den Zugang zu den anderen verpasst? I see you there. Machst du nicht. Hey, was hab ich denn jetzt verpasst hier? Die Tür geht doch nicht auf. Hier geht's nirgendwo anders hin. Aber wir könnten auch einfach weiter hochgehen. Time
Ja, dafür habe ich mir nämlich den Wurfbogen angeschafft, dass ich genau sehe, wie ich mir den am besten selbst vor die Füße schmeiße. You disgusting beast. You'll die. Oh, was? 15 Red. Ich muss da durch. So kommt man hinterher wieder runter. Hol mir die jetzt. Trotzdem eine Million wert. Mithras, give me strength to smite this fool. Oh. Krass, dass ich die aufnehmen konnte. Ach, weil ich gerade das Hirschzeug gegessen habe, ne? Sonst wären wir jetzt stehen geblieben. Ah, die wäre über uns gewesen. Naja, ist mir egal. Lass sie aber machen. So, wir sind jetzt wieder unten. Leute, ich verabschiede mich für die Folge und nächste Folge treffen wir uns dann wirklich und kümmern uns weiter um unseren Problemfall des Prinzen. Habt einen schönen Abend, haut rein.